Schwarz. Alle guten Daily Vlogs fangen mit einem schwarzen Bildschirm an. Aber jetzt gibt's Yoga. Mit vier Mädels Yoga bei uns im Garten zu machen, ja. Ich weiß, ich habe genau das gleiche gedacht wie ihr. Ja, so falls ich danach kein Video mehr hochlade, wisst ihr, dass Yoga ist genau mein Ding. Dann bin ich ausgewandert nach Indien, dann wohne ich nur noch im Tempel. So, und es geht darum, sich praktisch nochmal so einen Wunschzettel zu schreiben, aber für jetzt. Gut. Hallo, liebe Freunde von DDD. Ja, auch guten Tag. Hallo. How to drive safety on your bicycle. With the camera on. Ja, hier live auf dem Fahrrad. Nehmt euch mal mit, was ist denn heute Montag? Heute ist Montag, ich nehme euch heute mit durch den Montag. Ich weiß, ob ihr das schon gesehen habt, meine Schwester, die ist ja so eine Yoga-Perle, ne? Oh, jetzt kommt hier eine Straßenkreuzung, warte. Oh. Jetzt wieder anfahren. Oh, wie diese Rentner, geht ihr nicht? Jetzt geht's ab. So, also meine Schwester, die ist ja so eine Yoga-Perle. Und die haben mich überredet jetzt hier mit wie viel? Vier Mädels oder was? Was? Wie viele Mädels? Wie viel? Vier. Vier Mädels. Mit vier Mädels Yoga bei uns im Garten zu machen, ja. Ich weiß, ich habe genau das gleiche gedacht wie ihr. Aber naja, ja, jetzt schauen wir mal. Da ich noch eine Stunde Zeit hatte heute, haben wir gesagt, komm, ja, komm, okay, komm. Ja, und dann komm. Also ich schätze mal, wenn die Nachbarn uns beobachten, die werden wahrscheinlich an dem Fenster stehen und Popcorn verteilen. Und ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit in den Garten. Dann könnt ihr euch das auch mal reinziehen, was der Onkel da so macht in seinem Garten. Ja, viel Spaß! Ich weiß noch nicht. Das werden wir mal. Also da bin ich noch nicht so ganz von überzeugt. Schauen wir mal. Mir liegt schon die Handtücher hier. Wenn ich zu Hause mal für ein Radio läuft, ich mach mal hier Schleichwerbung. Ich höre immer Inselradio Mallorca. Kennt ihr das? Das gibt mir ein bisschen das Gefühl, als würde ich auf einer Insel leben. Ja. Warte mal, ich glaube, da läuft gerade schon wieder was. Pass auf. Jetzt erzählt die Tante wieder, es gibt eine Führung im Berggebirge Tramontana. Wunderschön muss das da sein. Ja, aber wir haben es auch schön hier. Keine Sonne oder so. Keine Wolke, meine ich. Ja, cool. Bin schon ein bisschen aufgeregt. Ronja, bist du auch schon aufgeregt? Oh, ja. So, ja, warte mal, ich frage die Ronja jetzt, ich mache jetzt mal ein Interview. Ronja, warum macht man überhaupt Yoga? Ernsthafte Überlegung. Also Yoga macht man, um seinen Körper runterzufahren und wieder noch mehr? Ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, dann ist es doch der perfekte Zeitpunkt. Aha. Und dann gehen wir jetzt hier auf die Matten, oder was? Ja. Und dann, was macht man dann? Erst machen wir eine kurze Anfangsentspannung, dann machen wir Atemübungen. Die Hatha-Übungen und dann machen wir noch mal eine Endentspannung. Eine Endentspannung. Oh, genau. Ganz scharf. Ja, so falls ich danach kein Video mehr hochlade, wisst ihr, dass Yoga ist genau mein Ding. Dann bin ich ausgewandert nach Indien, dann wohne ich nur noch im Tempel. Oh, das ist aber eine große Uhr. Ja, damit ich auch sehe, wie lange ihr die Übung halten könnt. Ach, boah. Was ist da in der Kühlbox? Das ist gar keine Kühlbox. Nein, das sind Sitzkissen. Ach so. Ja, du musst ja auch den perfekten Sitz haben. Ah. Deine Knie dürfen nicht über deiner Hüfte sein. Ah. Bei den Atemübungen sitzen wir ja im Schneidersitz. Bei den Atemübungen sitzen wir im Schneidersitz. Also ich mache das am besten so, könnt ihr direkt live dabei sein. Dann stelle ich die Kamera so, könnt ihr live am PC, am Handy, könnt ihr die Übung mitmachen. Kostenlos. Oh. Naja, so gut wie du das dann kannst, ne? Ja, ich bin Profi. Warte mal ab, ich werde die Krähe machen. Also das Einzige, wofür ich jetzt noch sorgen muss, ist, dass die Mädels nicht alle mit drauf sind. So, und wenn das klappt, dann machen wir eine Session.
Shavasana, das ist die Stellung der Toten. Und Sagana nimmt erstmal euer Meditationskissen noch zur Seite. Das ist mein Meditationskissen, das ist ja voll schön. Die Füße sind mattenbreit auseinandergegeben. Die Füße fallen nach außen. Komm hoch in den Sitz. Wir fangen an mit Atemübungen, deswegen habe ich euch die Meditation, also diese Knöpfe gegeben. Es ist am besten, wenn ihr die Knie unter den Po setzen, genau, unter den Po, damit die Knie unter und ja, genau. Okay, einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust. Einatmen, die Arme heben. Ausatmen, die Arme gehen nach unten zu den Füßen, neben den Füßen abgelegt. Einatmen, das rechte Bein geht nach hinten, Knie und Kinn anheben. Links geht nach hinten, Plank Position. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn abgelegt. Einatmen, in die Cobra. Schultern zurück. Genau, ausatmen, die Hüfte heben in den hinabschauenden Hund. Ready? Ready. So. Einatmen, ausatmen, Hände vor der Brust. Einatmen, die Arme gehen nach oben. Ausatmen, die Arme gehen nach unten, neben die Füße. Ausatmen, das rechte Bein geht nach hinten, Knie ablegen, die Stirn heben. Ausatmen, anhalten, in Plank Position. Ausatmen, Knie, Brust und Stirn gehen auf den Boden. Einatmen, Füße werden abgelegt, Brust heben, Cobra. Ausatmen. Ich das bei dir sehen. Und halten, auseinander ruhig, auseinander. Super, doch, das ist doch gut. Robin, in Liebe. Yoga, oh, eine Biene. Sieht man die? Ja. Bienen sind so selten. Bienen sind. Wusstet ihr, dass man in Norwegen, Schweden oder Norwegen, muss man 3 Mille zahlen, wenn man eine Biene platt macht. 3 Mille für eine Biene. Also immer schön aufpassen auf die Bienen. Ja, Yoga. Also muss sich jeder, glaube ich, sein eigenes Bild machen. Ich fand es ultra anstrengend. Ich habe immer gedacht, Yoga sind diese komischen Verrenkungen, die man irgendwie im Park macht. Aus unerklärlichen Gründen. Aber da steckt wohl noch ein bisschen mehr dahinter. Ist ganz witzig. Muss man aber, glaube ich, für sich selber rausfinden, was einem da Bock macht und was nicht. Und jetzt habe ich euch mitgenommen auf die Yoga-Session. Jetzt mache ich noch Folgendes. Und zwar hat, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Tony Robbins, der hat so mehrere Programme und unendlich bla 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 Seminare, ja, und sowas. Und eines von ihm ist zur Zielfindung, welche Ziele man so im Leben hat. Und da geht es darum, also die sollen auch möglichst unrealistisch sein. Also jetzt nicht so, oh, es wäre mal schön, wenn ich eine Woche Urlaub auf Malle machen könnte. Das kriegt man ja hin, irgendwie. Aber es geht halt dabei darum, so wie als ihr noch ganz mini, 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 mini wart, da hattet ihr ja so, wie heißt das, Weihnachtsbaum, Dingsbums. Hier, Wunschlisten, wie heißen die Listen denn? Komm, ihr seid, ich weiß es, Wunschzettel, heißt Wunschzettel? Ja, Wunschzettel. So, und es geht darum, sich praktisch nochmal so einen Wunschzettel zu schreiben, aber für jetzt, was man so für Sachen machen möchte, für Ziele erreichen möchte. Hier so wie Karl S., sich da so ein Mercedes zu holen oder ein Haus in Beverly Hills oder was weiß ich, ja, da gibt's ja, oder alles Mögliche. Und das machen wir jetzt gleich, das geht nochmal so eine Stunde. Das ist so ein Programm, da musst du halt dann aufschreiben, was du wie in dem Bereich haben möchtest, wie in dem Bereich und so weiter. Da liegen die Wahlen. Ja, also, das machen wir jetzt gleich. Ich kann euch ja mal, also ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht, was dabei rauskommt, weil diese Ziele wohl im Unterbewusstsein irgendwo schlummern. Ich kann euch ja gleich nochmal darüber informieren, was bei mir so da rausgekommen ist. Ich bin auch selber echt gespannt. Also, bis gleich.
find you. Wir packen aber auch so Sachen, die anderen bei persönlicher Entwicklung helfen. Also nicht so frei also und kauf am Ende mein Produkt. Ich schenke dir was und dafür gibt mir deine E-Mail-Adresse mit dem Verkauf. Nicht um zu. Nicht um zu verkaufen nachher, sondern genau. Wirklich frei. Ja. Da nicht drauf. Los geht's. Was haben wir? 30 Sekunden zurück hier. Ihr richtet ein Jahresziel in dieser Kategorie aus und verwenden Sie 2 Minuten darauf, um in einem kurzen Absatz zu erklären, warum Sie so fest entschlossen sind, es innerhalb des nächsten Jahres zu verwirklichen. Geben Sie für jedes Ziel überzeugende Gründe an und sollten Sie sich dadurch nicht veranlasst sehen, Ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, dann sollten Sie sich bessere Gründe oder ein besseres Ziel einfallen lassen. Ja, jetzt haben wir hier 168 Millionen Ziele aufgeschrieben. Die sortieren wir jetzt noch. Und dafür fahren wir jetzt nochmal in die Fahrschule. Dann machen wir uns so ein, wie nennt man das Board? Future Board, Ziel Board, Visionsboard. Und da schreiben wir dann alles auf, wo wir hinwollen, was wir machen wollen und so weiter, wie das Ganze funktioniert. Ich bin mal gespannt, so wie ihr. Vielleicht schaffe ich das auch so. Ja, schaffe ich das. Ah, oh, Gurki hat eine gute Qualität. Okay. Jetzt haben wir es schon mal vorgewärmt. Gut, dass du da bist, Mirko. Ich habe mir die Hände gerade eingekriegt. Ah, ja. Verstehe. Oh. Ja, gut. Entschuldigung, willst du vielleicht auch eine Gurke? Nein, danke. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, das ging ja schnell. Weil die Annika das so vorgewählt hat. Ja, deswegen. Ja, es muss immer einer sein, der das. Oh! Gurke. Freunde, nachdem wir jetzt den ganzen Tag, fast den ganzen Tag damit verbracht haben, hier unsere Ziele aufzuschreiben und zu gucken, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, wie wollen wir das machen, für wen wollen wir das machen und so weiter. Bin ich jetzt mit Anni noch in die Fahrschule gefahren. Wir machen jetzt, also ich schneide euch jetzt die Folge hier noch zu Ende. Ja, boah, wenn ich mal so ein Fazit raushauen soll. Also es ist schon herbe anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, wie das Ganze funktioniert, was man überhaupt will. Also so ganz im Kleinen weiß man das ja schon. Aber jetzt im Großen das auch so auf Papier zu bringen und so, da macht man sich schon viele Gedanken. Da waren auch so abgefahrene Sachen bei, wie Soziales, also was man da bei dem wie spenden will oder die Wale retten will oder ganz abgefahrene Sachen. Persönlichkeitsentwicklung, also ganz richtig, richtig coole Sachen. Bei mir ist dabei rausgekommen, dass ich noch ein bisschen mehr für YouTube machen will, weil ich Bock darauf habe, viele Leute zu erreichen und denen halt zu zeigen, was möglich ist, was man alles so machen kann und so. Da freue ich mich drauf, das ist cool. Ja, und dann würde ich sagen, schließe ich auch den Tag hier schon wieder mit euch ab. Ja, wenn es euch gefallen hat, abonniert das Ding. Ich vergesse die Seite. Ich vergesse immer wieder die Seite. Diese Seite. Abonniert das Ding, like und ich habe euch lieb, passt auf euch auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Tschüssi.